Hallihallo, liebe Freunde, liebe Fans, liebe YouTuber. Noch ein paar Ergänzungen zu Nordkorea. Nordkorea, ich kriege ja White House Press Briefing. Und ja doch, der Präsident Obama macht jetzt einiges. Also sie haben die Gefahr erkannt. Das ist ja so, dass da in dem Bereich der Nordkoreaner so alle 5 bis 10 Tage mal sagt, ja, jetzt überfallen wir mal Südkorea. Aber so langsam scheinen sie auch begriffen zu haben, dass der gute Kim Jong-un sein Gesicht wahren will, dass er vor seiner Armee, vor seinen Generälen glänzen will, dass der gute Mann vielleicht doch der Meinung ist, er sollte jetzt mal Südkorea angreifen, die Zeit wäre reif. Auf jeden Fall, es sind nicht nur einfache Drohgebärden. So, jetzt hat sich auf jeden Fall Obama mit den Russen und den Chinesen zusammen an einen Tisch gesetzt, um die Krise da zu bewältigen. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie Kuba-Krise, nur jetzt, was heißt es sieht so ein bisschen aus? Es ist wie die Kuba-Krise, nur mit einem anderen Land. Und mittlerweile weiß ich nicht, ob Obama sich da auch ganz drüber im Klaren ist. Auch wenn der Chinese sich da an denselben Verhandlungstisch setzt, das interessiert den Chinesen herzlich wenig. Der sieht nur sich und seinen Vorteil. Ebenso Russland. Ja, deswegen wäre es viel sinnvoller, das vor die UN zu bringen. Und vor allen Dingen, was mich dann wieder... Ja, wir haben dann die Blockade, also wir haben ja die Blockadepolitik gegen Nordkorea und wir unterstützen die nicht und bla bla. Anstelle hinzugehen, zu sagen, so Nordkorea, wenn du von deinen Forderungen zurückkriegst, kriegst du, liefern wir dir Lebensmittel, kriegst du von uns das alles geliefert, sind die Kanäle offen und du kannst machen, was du willst. Es ist ein eigenes Land. Nein, es wird drauf gedrungen, bitteschön Nordkorea, du darfst keine Atomwaffen haben. Wenn jemand Atomwaffen hat, dann wir, die Amerikaner, wir wissen ja, wie man damit umgeht. Das hat man ja auch in Hiroshima und Nagasaki gesehen, wie Amerikaner mit Atomwaffen umgehen. Und wir können froh sein, dass der Russe auch Atomwaffen hat, sonst hätte die Kuba-Krise ganz anders ausgesehen. Also ich traue es den amerikanischen Militärs auf jeden Fall zu, dass sie Atomwaffen werfen würden, wenn nicht immer die Gefahr bestimmt, Moment, der andere hat aber auch welche. Deswegen sagt ja Nordkorea, ich für meinen Teil, meine lieben Freunde, wenn ihr mich angreift, müsst ihr damit rechnen, dass ich zurückschieße, sprich, dass ich euch ein paar Atomraketen auf den Pelz baller. Anders kann man ja mit dem Amerikaner heutzutage nicht mehr umgehen. Er ist ja nicht weltpolitisch fähig. Er glaubt ja, er wäre der große Cowboy und könnte alles machen. Der Irak hat es ja am besten gezeigt. Er ist ja einfach da reingegangen, hat Behauptungen aufgestellt, hat einen Krieg von, damals der Bush hat einen Krieg vom Zaun gebrochen, ist einfach da reingegangen und fertig. Die hatten nichts mit den terroristischen Anschlägen vom 11. September zu tun, die hatten überhaupt nichts mit den ganzen Sachen zu tun. Ganz im Gegenteil, der Saddam Hussein war ein alter Kumpel von Amerika. Er hat nur den Fehler gemacht, er hat sich an anderer Leute Ölquellen, sprich an amerikanischen Ölquellen vergriffen. Ja, das ist also Außenpolitik aller Amerika und tut mir leid, dass da der Nordkoreaner sagt, Moment mal, Freunde, ihr würdet mich ja sofort überfallen. Was hält euch denn davon ab, mich einfach niederzumetzen? So, jetzt hat er ein paar Atomraketen und sagt, so, meine lieben Freunde, wenn ihr mich jetzt angreift, dann gibt es mal einen auf den Pelz. Und dass da Amerika natürlich drauf reagiert, ist klar, weil die Amerikaner ja der Meinung sind, nur sie, wie gesagt, nur sie haben das Recht auf Atomraketen und nur sie haben das Recht, andere einfach anzugreifen. Es ist, wie unsere tollen amerikanischen Alliierten sind, meine lieben Freunde, wir haben es doch 40 Jahre lang erlebt. Wir waren ein besetztes Deutschland, ein geteiltes Deutschland zwischen zwei Blöcken. Ohne den Zweiten Weltkrieg, sind wir doch mal ehrlich, ohne den Zweiten Weltkrieg hätten doch die Amerikaner, weder Amerika noch Russland wären so groß geworden, weder Amerika noch Russland hätten überhaupt was zustande gebracht, Atombombe etc. Die Amerikaner und die Russen wären doch nicht zum Mond geflogen. Ich bitte euch. Das ist doch nun, also das kann man doch wirklich sagen, ist historisch belegt. Ja, dank des verlorenen Krieges haben wir über 40 Jahre lang richtig einen auf den Deckel gekriegt. So, und das hat auch die Welt gesehen. Die Welt hat gesehen, wie geht Amerika mit Leuten um, die Kriege verlieren. Ja, und dann hat die Welt ja auch gesehen, wie hat sich Vietnam gewehrt. Ja, wie haben sich die Nordvietnamesen, war ja auch nur ein ganz kleines Land, wie haben sich die Nordvietnamesen gewehrt.
gegen das übermächtige USA, gegen dieses Riesenreich, das ja nun Menschenmassen und Material en masse hat. Wie haben die sich denn dagegen gewehrt? Deswegen, die Amerikaner kann man nur zur Raison bringen, wenn man ihnen sagt, meine lieben Freunde, wenn ihr uns angreift, dann habt ihr in Washington aber einen kleinen Atompilz da und dann ist nichts mehr von Washington übrig. Damit kann man die höchstens noch zur Raison bringen. Und wenn es so weit gekommen ist, außenpolitisch, dann haben wir ein großes Problem. Und dass sich China und Russland momentan bedeckt halten, und naja, das ist doch klar. Ich würde mich auch bedeckt halten. Naja, jedenfalls laut dem White House Press Briefing ist Präsident Obama in ernsthaften Gesprächen mit China und Russland, um diese Krise beizulegen. Aber nach wie vor bestehen die Amerikaner allerdings, also besteht die Regierung, auch Obama allerdings darauf, dass dann Nordkorea seine gesamten Atomraketen wegmacht. Ja. Tja, ob das völkerrechtlich so hinnehmbar ist, ist eine ganz andere Sache. Man kann natürlich sagen, oh mein Gott, das ist ein Diktator, das ist ein ganz gefährlicher Mensch, lässt sein eigenes Volk verhungern, etc. pp. Ja. Und? Was wäre es, wenn es jetzt ein Demokrat wäre? Und der würde sagen, so, ich möchte gerne in Nordkorea, möchte ich gerne Atombomben haben. Keiner spricht über Südkorea. Wie viele Atomwaffen hat denn Südkorea? Von den Amerikanern. Da hört man nichts von. Ja. Naja, er wird jedenfalls zu seinen Alliierten stehen und da können wir ja froh sein, dass wir so einen starken Verbündeten an unserer Seite haben. Hurra, hurra. Ja. Leid tun können einem nur wie immer die amerikanischen Soldaten, die dann für nichts und wieder nichts in den Tod geschickt werden. Und da muss man wirklich sagen, das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Tja. In diesem Sinne, Nordkorea Part 2, mal sehen, wie es weitergeht. Wie gesagt, Maya-Kalender hat vielleicht doch nicht so ganz Unrecht. Aber egal.